Hallo, wie meine Bastelfreunde. Willkommen im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin das Rotkäppchen und ich weiß, wie der Hase läuft. Davon vor dem bösen Wolf. Ja, ich begrüße euch zu einem letzten Tütchen von unserem wunderbaren Countdown-Kalender. Wie gesagt, ich bin total begeistert. Ich liebe ihn. Und mache direkt jetzt die 31 auf und schauen rein, was uns heute erwartet. Es ist eine Süßigkeit, das ist cool. Und das ist was Saures, Natürlich muss auch was Süßes an Halloween dabei sein. Und das ist ein Gummi und der sieht auch mega cool aus. Mal schauen. Lassen wir uns überraschen. Das ist natürlich jetzt hier mit meiner Pranke, wenn man sich so halt schon verwandelt, ist das echt ein bisschen schwierig, ne? Aber ich hoffe, wir kriegen das hin. So, ach, guck mal hier, eigentlich geht das ziemlich gut, sollte vielleicht öfter mal machen. Oh, ja, der sieht cool aus. Oh ja, der sieht sogar ziemlich fies aus. Ganz prominent hier einfach rein. Ja, auch mit Werwolfhänden muss man das länger drücken, obwohl das, wie gesagt, keinen Sinn ergibt. So, ja, wunderbar. Ich finde den super cool. Und ich freue mich, dass wir natürlich jetzt am letzten Tag auch noch mal was kolorieren können. Das freut mich tatsächlich wirklich richtig dolle. Und ja, oh, schon mal wieder trocken. Das heißt aber, wir sehen uns dann gleich nochmal auf Instagram. Hier seht ihr ja schon meine anderen kolorierten Werke nochmal von den letzten Tagen. Die könnt ihr auch immer, wie gesagt, immer noch auf Instagram sehen. Das sind, die sind als Reels abgespeichert. Das heißt, ihr könnt die eigentlich euch immer angucken, wann immer ihr wollt. Also auch später, falls ihr jetzt noch keinen Instagram-Account haben solltet. Wenn ihr euch vielleicht später aber mal zulegen wollt, könnt ihr gerne bei mir auf die Seite kommen und euch da auch nochmal die Koloration anzeigen lassen. Ja, und das ist der süße Schätzchen. Ist er nicht cool? Ja, ein Zombie. Ich freue mich. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig über diesen wahnsinnig tollen Kalender. Er hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, er hat euch genauso viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch einen wundervollen Halloween-Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob ihr eine Feier macht. Ich meine, montags ist ja immer so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall noch irgendwas Schönes macht und viel Spaß dabei habt. Und wünsche euch eine wunderbare Zeit. Demnächst fängt ihr dann wieder so Adventskalender-Reihen an und so weiter und so fort. Da sehen wir uns hoffentlich dann wieder. Zu einem anderen Thema, vielleicht auch eins, was euch ein bisschen mehr noch anspricht. Und ansonsten, ja, bleibt kreativ, bleibt gesund und bis bald mal wieder. Tschüss!